Jetzt ist Schluss mit Schaffe, Schaffe. Heute gehen wir's Passer, das Verhäusle hämmer gestern bauen. Moldersches sind fest verdaut. So, dobri den. Ich wünsche euch erstmal hallo. Herzlich willkommen zum dritten Vlog hier aus Prag. Der eigentlich für mich schon als ursprünglich als zweiter geplant war. Wir haben jetzt schon beide ein bisschen einen im Tee. Aber wir haben jetzt einen Fußmarsch von über einer halben Stunde vor uns. Dann gibt es Mittagessen und dann starten wir in Teil 3 rein. Wir gehen jetzt ins Kloster. Heilig wird es jetzt. Heilig. Holy shit. Lecker Dredelnik. Oder wie es in Ungarn auch irgendwas mit K heißt. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Habe ich selber schon mal versucht auf meinem Grill. Ich habe auch so eine Walze daheim, aber das wurde nicht so geil, wie die Leute es machen. Aber hier gibt es auch noch mit Eis gefüllt, Alter. Ja, werd ich mir vielleicht noch mal morgen mal so zum Abschluss noch gönnen. So ein schönes Eis gefüllt in so einem Ding. Baumkuchen, Baumstritzel. Aber jetzt gehen wir weiter. Wir sind ja so zum Bier trinken hier, ne? Was zur Hölle? Wie gut. Willst du mal so laden gehen jetzt? So gut. Sollten echt fragen, ob mit Happy End ist, aber dann mit Maske bitte. So, wir überqueren jetzt wohl eine der berühmtesten Brücken der Welt. Die famous Karlsbrücke. Und Karlova. Hier ein wunderschöner Blick auf die Moldau. Ja, Golden Gate Bridge. Bist gerade hier mit deinen Träumen in San Francisco. Oh, guck mal hier. Und dann Restaurant Terrasse. Oh, sieht auch gut aus, ja. So, gehen wir mal rüber. Ja, traumhaft, Alter, oder? Und da gehen wir hin, nicht da. Guckt euch diese Möwe an. Die ist frech. Die scheißt ihm gleich auf den Kopf. Oh, eigentlich sollte ich jetzt mal wieder Geldbeutel nach vorne tun. Ich glaube, hier rennen viele Taschendiebe rum. Jacke zu. Ja, da ist ja nichts drin. Aus Zigaretten. So. Oh, sorry. Jetzt haben wir hier ein Pärchen getrennt. Oh. Schaut euch diese Aussicht an. Ein Traum, Alter. Wunderschön. Wunderschön. Alter. Jetzt weiß ich schon, warum diese Brücke so gehypt ist. Ist richtig schön hier, Alter. Da ist ein Notarztwagen. Ist wohl jemand zusammengeklappt. Hier schön die Moldau. Oh. Ein Traum. Wunderschön. Sind wir jetzt, ja. Wow, einfach nur, sag ich. Wow. So wunderschön hier. Oh, guck mal, der Hund. Süß. Traumhaft hier. Schaut euch das an, einfach nur. Geil.
So, jetzt gehen wir zu Karloff Monastery. Schön ins Kloster. Bei den Mönchen. Weißt du, wir haben auch Platz? Ein Bier trinken. Hoffen wir mal. Sehen wir dann. Wenn ich einmal Pech gehabt. Aber ich glaube schon, dass man da was kriegt. So, jetzt mal kurz noch einen Zwischenstopp in der Kirche einlegen, aber die sieht halt wunderschön aus. Wow. Wow. Nice. Wow. Schaut euch das an. Ah, da müssen wir hin. Da ist die, da ist Kloster. Ich glaube ja. Ah, traumhaft hier, Alter. Was ein Ausblick hier, schön die Weinberge, Alter. Ja, das sind doch Reben. Ja. Also Tschechien kann nicht nur Bier, die kann auch Wein. Ja? Atemberaubend, der Hammer. Schaut euch das an. Was ein Ausblick hier. Ist die deutsche Flagge? Deutsche Botschaft dann wahrscheinlich, ne? Ich sehe es nicht, aber ist egal. Aber ein Traum, Alter. Schaut euch das an. Was ein Ausblick. Richtig schön. Boah. So, jetzt sind wir hier im Kloster. Strahov Monastery hier. Und hier muss irgendwo eine Schenke sein, wo wir jetzt noch Bier trinken wollen. Die müssen wir jetzt finden. Hier ist das Kloster, ja. Das ist Klosterhof. Wunderschön auf einem Berg gelegen. Wir haben jetzt hier auch uns was zu essen verdient. Also ich habe jetzt richtig Hunger bekommen beim Anstieg hier. Aber auch eine, allein die Aussicht gerade, die hat einfach entschädigt. Hammer. Aber jetzt will ich in diese Klosterschenke. Ich glaube, das könnte das hier sein. Ne? Checken wir mal aus gleich. Ich mache mal kurz Stopp wieder. So, jetzt gehen wir in die Klosterschenke. So Norberts, whatever. Also von der Strahov Monastery. Hocken wir uns draußen hin, aber, oder? Oder? Wetter, ja. Holen wir uns halt unser Bier und stellen wir noch was zu essen. Dann. Hier, so sieht's aus hier. Hier ist die Klosterschenke. Und jetzt holen wir uns was zu essen und zu trinken und dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt sind wir hier in im Kloster. Haben uns hier ein schönes IPA bestellt. Wollten eigentlich auch was essen, Gulasch. Leider hat die Küche jetzt so eine Stunde zu, aber wir finden dann auf dem Weg was. Spätestens an der nächsten eigentlich geplanten Station können wir auch was essen. Aber jetzt erstmal hier ein Bierchen nochmal. Gibt's ja nichts gerade. Also Käse halt, so Käse und sowas. Aber. Ja, jetzt gehen wir, jetzt will was Gescheites essen. Jetzt finden wir gleich was auf dem Weg. Dann schon. So, auch ganz nett hier, wirklich schön oben auf dem Berg. Gerade geile Aussicht, hat sich gelohnt. Auch wenn ich jetzt Hunger habe wie Sau und will leider nichts zu essen kriegen, aber da werden wir dann demnächst schon. Wir werden nicht verhungern, wir werden schon was finden. So, jetzt hier im Kloster, wo wir vorhin waren, gab es nichts zu essen. Ja, die Küche war zu für eine Stunde, jetzt sitzen wir halt hier. Trinken wir so ein gemütliches Pilsen-Urquellen, haben uns gerade noch was zu essen bestellt. Hier eine schöne Hühnersuppe, Paul hat sich noch einen Gulasch geholt und ich mir Ente. Erstmal jetzt hier und danach geht es dann weiter aus U-Boot. Und dann haben wir uns gerade entschlossen, dass wir, glaube ich, eine kleine Pause einlegen, uns im Hotel ein bisschen zurecht machen, kurz chillen. Und dann ziehen wir weiter für die nächste Station. So, jetzt gibt es erstmal leckere Hühnersuppe hier. Für uns hier so als Vorspeise. Lecker, lecker. Einen guten Appetit, Paul. Danke, danke, danke. So, jetzt gibt es hier lecker Ente mit Kraut und böhmischen Klößen. Bei Paul gibt es Gulasch. Tschechisches Gulasch mit böhmischen Klößen. Ach, das wird geil jetzt. Lecker, lecker.
Ich bin ja nicht so der Schnapstrinker, aber nach dem feudalen Essen, was wir gerade hatten, das war super. Also ich muss ehrlich ganz ehrlich sagen, einer der leckersten Entenbraten, die ich je gegessen habe. Das war super lecker. Man muss aber auch ein bisschen Verteiler sein, mal. So ein leckerer, wenn man in Tschechien ist, muss ein Becherovka mal sein, auf jeden Fall. Becherovka muss. Das Letzte würde ich sagen, besser als Jägermeister oder Becherovka, ja. Ist halt jetzt einfach, aber wenn man halt mal in Tschechien ist, muss ein Becherovka sein. Hat mein Vater auch immer früher gern getrunken. Prost. Na, Zdraví. Ja, guck mal, auch. Sieht hier nice aus, interessant aus. Bisschen ein kleines Labyrinth hier, oder? Oh. Ah, wow. Alter, sehr schön hier. Ja, geh mal da lang, komm mal. Oh, guck mal, da kommt ein schöner Brunnen. Alter, ich sag ganz ehrlich, was für eine fucking schöne Stadt ist Prag einfach. Der Hammer. Schaut euch mal diesen wunderschönen Brunnen an hier. Dame macht auch ein schönes Foto. Guckt euch das an einfach hier. Wow. Und hier, wow. Alter. Ein Traum. Wunderschön hier. Jetzt schaut euch hier mal so langsam hier. Fast schon Sonnenuntergang hier. Oha, ist schon 17 Uhr. Ja. Okay. Ja. No words needed. So, jetzt sind wir vor der nächsten Station. Ihr seht schon im Hintergrund, das ist Lot Bivovar, auf gut Englisch gesagt Brewery Boat. Sieht gerade leer aus, ich hoffe mal, dass da irgendwie auch was geht, dass wir auch hingehen. So eingedeckt aus. Vielleicht ist da eine geschlossene Gesellschaft, das wäre natürlich scheiße. Aber wir probieren es mal hier mit rein. Und trinken da rotes Bier. Wo auf dem Boot? Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Mal rein. Ausmachen? Ja, kann stoppen. So, jetzt sind wir hier auf dem Brewery Boot. Also hier sind, seht ihr ein Boot. Wir sind hier auf dem Boot. Andere Seite geht es zum Wasser. Und ja. Ist Lower Deck, ist wenig los hier, aber ihr seht hier, sind die Brautanks. Also hier wird gebraut, auch hier offene Tanks, hier sieht man die Würze. Sehr interessante Nummer hier, auf jeden Fall. Einfach auf dem Boot, also eine keine Hausbrauerei, sondern eine Bootbrauerei. Was hast du jetzt noch? Dunkles. Magdeburg. Ich geh mal kurz mal runter. Ich geh mal unten. Auch noch kurz ein bisschen. Das heißt, geh mal downstairs hier. Gut. Gibt auch übrigens oben ein Sonnendeck. Vielleicht Ende Oktober halt nicht dann der richtige Platz zum Sitzen, aber. Und das unten, oh, hier gibt es auch nochmal. Braukessel. Keks, Bar. Jetzt noch über Bücher. Jetzt weiter mit weiteren Braukesseln. Also auch eine richtig schöne Location hier auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aufs Klo.
Okay, ich muss euch jetzt doch nochmal reinnehmen, bevor ich kurz aufs Klo gehe, weil ich finde, die Darstellung aus Männerklo und Frauenklo ist hier doch schon sehr interessant. Damenklo? Männerklo. Lol. Wow, was natürlich auch cool kommt hier jetzt unter Deck, hier sind wir einfach unter dem Wasserspiegel. Ja, seht ihr, also wir sind ja wirklich unterm Spiegel. Ja, super geil, einfach auch richtig geile Location hier. Etwas weg vom Schlag, deswegen ist hier heute auch wenig los, weil heute Sonntag ist. Was rede ich? Heute Samstag. Nee. Heute Sonntag, doch, natürlich Sonntag heute. Ich rede Quatsch. Sonntag heute, morgen hier in Tschechien ist kein Feiertag. Und ich glaube, die deutschen Touris, die halt am morgigen Montag Feiertag haben, sind dann doch mehr in den Touristenecken. Aber ja, ein Traum. So, jetzt sind wir hier in der Valhalla Bar. Valhalla Bier Club. Hier gibt es skandinavische Biere. Ich zeige euch mal. Metallica. So, wir sind jetzt hier noch in dem Valhalla, also in dieser nordischen Bar, wo ich vorhin gezeigt habe. Jetzt habe ich gerade hier ein Interesse. Seht ihr, knallrot. Das ist ein Fruited Sour mit Blaubeere, Zitrone, schwarze Johannisbeere und Vanille. Und es schmeckt echt richtig lecker. Also absolute Empfehlung. Name ist, ich zeige mal, film mal kurz drauf nochmal hier. Von Elm 11, The Secret Cargo. Hat 7,5%. Echt gut. So, dobry den. Jetzt sind wir hier. Unser Trip nach Prag neigt sich langsam dem Ende zu. Jetzt sind wir hier nochmal an der letzten Station in Vinohradsky Pivovar. Wir werden da noch schön was zum Mittagessen, noch das eine oder andere Bier verköstigen. Und dann heißt es auch schon wieder Dobro Voi sagen und Richtung Heimat fahren. War schön, waren coole 2 Tage. Jetzt noch zum Abschluss hier. Mal gucken, vielleicht werden wir noch woanders noch ein bisschen aufgreifen. Das sehen wir dann auf jeden Fall. Geht es langsam am Ende zu und wir gehen wieder rein. Ne? So, viel Spaß. Aussehen. Hallo. Wo sind wir? Gespaced aus hier. Guck mal hier, das ist die Brauerei. Cool. Setzen wir uns hier hin, ja. Das ist lecker Mittagessen. Erstmal meine Vorspeise hier. Schöne Rinderbrust, Meerrettich, dazu ein lecker IPA. Wir haben uns schmecken lassen jetzt. Nun ist der Hauptgang da, bei mir gibt es leckere Ochsenbäckchen mit Kartoffelpü. Schaut schon sehr lecker aus. Der Paul hat einen Salat. So, na dann, guten Appetit war. So, nach dem feudalen Essen braucht es einen Verteiler. Lecker Becherovka hier. Na zdravi. Na zdravi, Prost. Und es gibt noch ein leckeres dunkles Czech Lager. 2 alte Trams,
Tramwaggons zu einem Bistro Kaffee umbauen. Kann man auch mal machen. Was haben sie denn am Bier hier? Budweiser hat sie. Budweiser haben sie. Auch nicht schlecht. Das sieht doch nice aus hier. Sehr, sehr schön. Das schaut doch mal geil aus. Was ist denn der jetzt? So, ich dann gehen wir wieder zum Hotel. Ein kleines Einkaufscenter hier. Klein in Anführungszeichen. Guck mal, da ist wieder Paul. Da. Dein Name ist überall. Goldig hier. So Paul, was willst du denn von Paul? Patisserie Paul. Guck mal, das ist da Geister. Starbucks. Jetzt guck mal, warte mal, was ist das Kindergeschäft? Das ist richtig, richtig crazy. Von Menschen. Guck dir mal, was ist laut? Einfach mal an. Manner Waffel Store. Ja, du bist auch ein Stout. Hätten wir lieber das Ding eigentlich schon Gepäck schon mitgenommen, ne? Pack schon mitgenommen. No. Direkt zum Bahnhof können, egal. Alter, ich glaube als Kind wäre ich hier. Do not press. Ein fettes Kinderkarussell hier. Eine Rutsche hier. Guck mal, wie viele Jelly Bellies da gibt. Das ist meine Jelly Belly Auswahl hier. Ah, guck mal da. Da sind die mit der Drohne. Was? Ein gewisser Teil. Boah. Gefahren. Nein, war das hier? War gar nicht in dem Einkaufscenter. Das wäre in dem Einkaufscenter mit drin. Das
Virtual Reality Area. Das ist eine Virtual Reality Area. Spider-Man noch. Naja, gehen wir, oder? Geht's doch noch hoch? Sollen wir nach oben gehen noch? Ja, wir haben keine Zeit mehr. Iron Man ist auch noch am Start. Und Batman. Und ein Stormtrooper.